Erstmals schaffte es Dominic Thiem am Sonntag mit seinem Sieg über Kevin Anderson abseits der French Open ins Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Das ist schon eine Erleichterung, aber an das habe ich noch nicht so gedacht. Ich habe mich riesig gefreut über meine Leistung, meinte Thiem, der schon mehrmals in fünf knappen Sätzen im Achtelfinale von Wimbledon 2017, Thomas Berdig bei den US Open 2017, Juan Martín del Potro und im vergangenen Jänner bei den Australian Open, Tennis Sandgren, scheiterte. Die Partie gegen Anderson war sicher eines meiner besten Matches bis jetzt, weil ich eben extrem wenig unerzwungene Fehler gemacht habe und das ganze Match über fokussiert war. Hätte er dies auch bei anderen Grand Slams außer den French Open schon gemacht, dann wäre das wahrscheinlich nicht mein erstes Viertel. Beinahe fehlerlos bemerkenswert neben einigen anderen Faktoren war die ausgezeichnete Bilanz Winner gegenüber unerzwungenen Fehlern, 42:13. Eine derart gute Ausbeute hat man bei Thiem noch selten gesehen. Zudem ist er auch mit dem Aufschlag sehr zufrieden gewesen. Ich habe zwar nur knapp unter 50% Erste gehabt, aber dafür mit fast jedem den Punkt gemacht und keinen Breakball gegen mich gehabt, analysierte der French Open-Finalist. Dadurch sei er bei eigenem Service wenig unter Druck gestanden. Das habe ich gut ausgenutzt für die Return-Spiele. Ich habe die Position gewechselt und einiges ausprobiert. Das war der Schlüssel, dass ich ihn dann doch dreimal gebreakt habe. Thiem stand ähnlich wie auf Sand beim Aufschlag Andersons extrem weit hinten. Der große Platz habe ihm dies erlaubt und darum hat er sich ähnlich wie beim Sieg über Anderson in Madrid verhalten. Vorbild Kohlschreiber, Kohli hat es gestern genauso gemacht, da habe ich mir ein bisschen was abgeschaut, bezog sich Thiem auf den Sieg Philipp Kohlschreibers über Alexander Zverev. Der Platz ist extrem groß und nicht der schnellste hier, deshalb hat das funktioniert. Thiem wird damit auch seinen 25. Geburtstag in New York verbringen und sich am Montag in aller Ruhe auf sein Duell mit Rafael Nadal vorbereiten. Ich habe die letzten Jahre den Geburtstag in New York verbracht. Hätte ich verloren, wäre ich an meinem Geburtstag im Flugzeug gesessen. Das habe ich nicht zulassen dürfen, meinte Thiem lächelnd. Anderson lobt Thiem. Kevin Anderson war voll des Lobes für Thiem. Er hat es sehr schwer für mich gemacht und hat großartig verteidigt. Er hat unglaubliche Passierbälle gespielt, sagte der Südafrikaner. Zusätzlich habe er keine Breakbälle gehabt. Hut ab, er hat sich wirklich gesteigert und war definitiv der Bessere heute. Nach ein paar Stunden des Genießens des Sieges legt Thiem seinen Fokus ganz auf den nächsten Gegner. Wir haben jetzt schon 10 Mal gegeneinander gespielt, aber es war immer auf Sand. Es wird das erste Mal auf Hartplatz, eine völlig neue Erfahrung, sagte der Lichtenwörter. Zu seinen Erfahrungen mit Nadal sorgte Thiem im internationalen Teil seiner Pressekonferenz für Lacher. Dreimal war es eine sehr nette Erfahrung, 7 Mal war es furchtbar, meinte er lächelnd. Werde voll auf Feuer reingehen. Eines versprach Thiem schon vor seinem insgesamt 4. Major-Viertelfinale. Ich werde voll auf Feuer reingehen in die Partie. Wie das Ergebnis wird, werde ich sehen. Aber ich werde sicher nicht so lasch auftreten wie manche Male gegen ihn. Ich werde so spielen, wie ich die besten Chancen habe, ihn zu schlagen. Thiem hat Lunte gerochen. Nadal, der auch gegen Karen Khachanov schon einen Satz hatte abgeben müssen, war nach seinem Sieg erleichtert und gleichzeitig vor Thiem gewarnt. Das wird ein schweres Match. Er ist ein toller Gegner, mit einem sehr guten Aufschlag. Er hat gegen Kevin gewonnen, das heißt, dass er vieles gut macht. Ich muss mein Bestes zeigen. Für Thiem wird es übrigens die erst zweite Partie im Arthur Ashe Stadium, dem größten Tennisstadion der Welt, werden. Vor 2 Jahren hatte der Österreicher im Achtelfinale gegen Juan Martín del Potro beim Stand von 3:6, 2:3 verletzt aufgeben müssen.
Ich freue mich riesig und hoffe, dass ich es diesmal beenden kann, sagte Team. Textquelle Urheberrecht Laola 1, APA 1. Tor nach 132 Spielen. James Holland und das Wunder. Zum Seitenanfang. Mehr zum Thema Comment-Count Kommentare. Rechtliche Hinweise: Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der Laola 1 Redaktion wieder. Laola 1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von Laola 1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Punkt. Weiters behält sich die Laola 1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.